Willkommen zurück zu Pokémon Karmesin. Wir sollen ins Restaurant, ins allerbeliebteste der beliebtesten Restaurants nachschauen. Denn wir haben eine Arena-Prüfung bekommen. Und hier ist ja einer von der Arena-Prüfung. Ist da noch jemand, der sich der Prüfung stellt? Ja, ich. Ah, eine Herausforderin. Dann rückt man schon mal mit denen raus, mit dem Hinweis. Genau. Um die fünfte Arena zu bestreiten, also zumindest für uns die fünfte Arena, müssen wir die anderen, die das auch bestreiten, besiegen. Und dann können wir herausfinden, welches Gericht wir bestellen sollen. Denn alle haben einen anderen Hinweis bekommen. Und hier haben wir einen Dumiesel. Dumiesel scheint wohl immer eine andere Größe zu haben. Also jedes Dumiesel scheint wohl anders groß zu sein. Zumindest wurde mir das so gesagt. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber... könnte sein. Und yes, ich habe es paralysiert. Das ist schön, ist aber nicht so schön, dass ich so wenig Damage mache. Weil da habe ich kein einziges Pokémon, was mehr Damage machen könnte. Deshalb muss leider Funkensprung alles machen hier. Ja, ich bin ein bisschen low level. Aber das ist ja auch Teil der Herausforderung hier. Das soll ja kein Spaziergang werden, das soll eine Herausforderung werden hier. Mhm. Oh, nicht Gena. Gena ist nicht so gut. Leider werde ich jetzt schlafen, aber... doch nicht. Okay, ich habe darauf gehofft, dass ich noch kille. Perfekt. Das ist sehr gut. Genau, und ich habe ja in der letzten Folge sehr viel drüber gelabert. Oh, machen wir gleich, machen wir gleich. Muss ich dir jetzt mal einen Hinweis erraten, weil ich verloren habe? Ja. Erzähl mir. Na gut, hier ist ein Hinweis. Die Stimme des blauen Vogel-Pokémon. Ich musste die ganze Zeit über den Hinweis nachdenken, konnte mich gar nicht auf den Kampf konzentrieren. Blaues Vogel-Pokémon. Stimme des blauen Vogel-Pokémon. Du? Hier, das hier. I guess. Genau, ich habe in der letzten Folge sehr viel drum geredet, dass ich ja schon ein bisschen zu weit gegangen bin und schon ein bisschen zu viel in dem Schneegebiet war. Bitte, 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 verraten wir den Hinweis. Aber tatsächlich werden wir sogar nach dieser Arena ins Schneegebiet gehen. Wir waren jetzt sowieso mal ganz kurz, haben geschnuppert nach der Arena. Also heute, denke ich mal. Gehen wir da noch mal ein bisschen länger hin. Schauen uns das Ganze mal genauer an. Oh, nice! Gallyball, das machst du super, dass du ja alle paralysierst. Ich habe halt keine... ich habe keine stärkere Sacke. Ich meine, okay, ich könnte es mit meinem Starter versuchen. Der ist wahrscheinlich stärker, aber... will ich die ganze Zeit nur meinen Starter benutzen? Ich meine, könnte ich machen, klar. Aber ist vielleicht ein bisschen boring. Keine Ahnung. Ich merke aber auch, wie die ganzen Trainer hier auch nur Normal-Pokémon benutzen. Ich meine, nur weil es Normal-Pokémon ist, heißt es nicht, dass sie schwach sind. Das auf gar keinen Fall. What? Also, Takoko hat wirklich gar keine Verteidigung. Also wirklich gar keine. Also so gar keine. Das war ein normaler Treffer mit Bodycheck. Ich meine, okay, Bodycheck ist eine starke Attacke, deshalb trifft es ja auch den Anwender selber, aber trotzdem, das war viel zu freaking viel. Ladungsstoß. Anwender greift alle Pummel im Umkreis an. Diese werden auch paralysiert. Ja, endlich. Endlich mal eine bessere Elektroattacke hier. Ladungsstoß. Akrobatik will wer? Eine Flugattacke? Yes, let's do it. Was willst du dafür wegmachen? Double Heap. Ja, okay, komm. Können wir machen. Auch wenn er sich da immer süß im Kreis dreht. Ach, jemand anderes möchte Doppelschlag dafür lernen. Du möchtest Doppelschlag dafür lernen. Auf jeden Fall. Das machen wir nicht weg. Ich weiß nicht, was machen wir denn dafür weg? 65? 35, aber das trifft doppelt. Also ist es eigentlich bei 70. Also eigentlich ist das... nee. Ganz ehrlich, ich will es, glaube ich, doch nicht machen. Schlaraffel. Bin ich schneller? Maybe. Maybe bin ich schneller. Ich kann es ja mal ausprobieren. Auch wenn ich es wahrscheinlich nicht killen werde. Selbst wenn ich... ich bin schneller. Ich werde es aber nicht killen, oder?
Oh! Eieiei, Takoko, du musst dringend besser werden. Du wirst ja hier überall nur gekillt. Das ist ständig besiegt. Das kann so nicht weitergehen, ey. Falls wir jetzt immer noch schneller sind mit Belly Bolt, können wir unsere neue Attacke mal ausprobieren. Und zwar der Ladungsstoß. Ja, wir sind schneller. Bam! Nein! Das gibt es nicht! Das gibt es nicht! Das ist dumme fucking Eichhörnchen überlebt mit einem KP! Ah! Das kann doch nicht wahr sein! Aber okay, super rettet den Tag, wie immer. Dass ich so lange bei diesen normalen Trainern brauche. Vielleicht sollte ich doch mal ein paar XP-Bonbons verteilen, oder was meint ihr? Marie wurde besiegt. Wenn man nach Hinweisen doch nur genau. Wenn man Hinweisen doch nur genauso tauschen kann wie Pokémon. Nee, das wäre nicht klug. Bitte mein Hinweis: ein kurioses Angebot beim Eisstand. Ich bin riesiges Eis, das Trostwasser holen sollte. Kurioses Eis. Ein kurioses Angebot beim Eisstand. So war das, genau. Ich gehe mal kurz meine Pokémon heilen. Entweder bei Terror Raids oder einfach auf dem Boden kann man hier diese EP-Bonbons finden. Und die könnte man theoretisch seinen Pokémons verfüttern. Zum Beispiel, wenn ich die jetzt hier an Girafalk verfütter. Das bringt nicht so viel. So eins, wenn wir mal so vier machen. Das bringt schon mehr. M bringt schon viel mehr. Wenn wir alle drei in ihm machen, ist das schon Level 30, so schnell. Und will auch direkt Bürde erlernen. Der Gute. Ne, Superstrahl. Superstrahl ist eigentlich eine gute Attacke. Bürde. Stachelspore. Mach mal Stachelspore weg. Auch wenn ich das nicht für ein Team behalten werde, das Pokémon. Oh, es entwickelt sich schon über Level 30. Oh. Na gut. Dieses lustige kleine Viech. Ich liebe es immer noch, wie es aussieht. Und dann entwickelt es sich zu Tentoxa. Also, Tentera, besser gesagt. Hat ganz andere Farbgebung, könnte ein Elektro-Pokémon sein. Es ist Pflanze-Boden, immer noch. Diese Pokémon gründen Kolonien, die tief im Wald leben. Sie können es nicht ausstehen, wenn ihnen Fremden zu nahe kommen. Eieiei. Alright. Und L-Bonbons sind viel zu viel, die benutze ich jetzt nicht. So, aber kann ich die anderen Pokémon hier vielleicht in meinem Team auch noch auf Level 30 bekommen? Nee. Aber fast Level 30. Das ist immerhin auch etwas, oder? Okay, ich habe hier vorne noch einen gefunden. Hier vorne. Ich muss das geheime Gericht bestellen. Du hast auch einen Hinweis, oder? Na warte, das werde ich jetzt hier rauskitzeln. Naja, was wissen wir? Ich habe schon wieder alles vergessen, um ehrlich zu sein. Ich weiß es nicht mehr. Aber ich finde die Pose von Usering lustig, wie sie die Hände nach vorne tut. Und die Textur von Usering finde ich schön. Not bad, auf jeden Fall. Not bad. Mir ist gerade eine Idee eingefallen. Was wäre, wenn ein neues Pokémon-Spiel rauskommen würde, wo man den Artstyle ändern könnte? Also entweder spielt das Spiel in 3D mit 3D-Models oder in 2D mit 2D-Grafiken. Wie wäre das? Sowas wie Dragon Quest hat das ja auch zum Beispiel. Oder ich meine auch so ein Mario und Sonic-Spiel hat das auch, glaube ich, gehabt. Für Switch. So, jetzt sind alle Level 30 und drüber. Perfekt. Ich finde es total blöd, dass man sich gegenseitig seinen Hinweis abnehmen muss. Ja, ist auch nicht so toll, um ehrlich zu sein. Bitte da hast mein Hinweis. Dunkelheit umgeben von Treppen. Gab es hier im Ort überhaupt. Gibt es hier überhaupt dunkle Treppen? Dunklen Ort mit dunklen Treppen. Gibt es eigentlich noch einen Trainer oder haben wir es alle? Dunkler Ort, dunkle Treppen. Ha? Gibt es hier überhaupt Treppen generell? Ich guck mich hier mal ein bisschen um in dem Gebiet.
Oh ne, hier ist schon draußen. Die ist schon außerhalb. Hier kann es nicht sein. Okay. Ich schätze, das hier könnte gemeint sein. Berühmte Schatzstube, ja doch. Das ist Mesclaras berühmte Schatzstube. Wenn du dich in der Arena-Prüfung unterziehst, kannst du bei uns das geheime Gericht bestellen. Probieren wir es mal aus. Habe ich schon genug Info, was es sein könnte? Oh, man ist actually drin. Wow. Was zum... Oh, das sieht komisch aus hier. Das sieht irgendwie seltsam aus. Für dich mein Grundslein. Lecker, lecker. Aha. Kann ich bei dir bestellen? Ich will eine Arena-Prüfung hier, stimmt's? Hast du auch alle Hinweise gefunden? Bestell das geheime Gericht. Nein! War ich schon ready? Ich weiß es nicht. Alles klar, was darf denn das sein? Okay, ist ein... Ich weiß noch nicht. Ich muss eins auswählen. Okay, ich muss jetzt eins auswählen. Gebratene Reisbällchen. Bratwurst, Steak, Omelette, Spiegelei. Ich musste ganz an zwei Sachen denken. Das kuriose Angebot beim Eisstand. Und irgendwas Blaues. Ich rate einfach. Was? Das ist doch keine Ahnung? Auf welcher Flamme? Was? Flammenwurf? Was zum Teufel passiert hier? Wollen wir das Gericht abrunden? Mit einem Hauch von nichts. Sehr wohl, der Bestimmung kommt sofort. Das ist das Falsche, hundertprozentig. Dir wurde ein Standardgericht serviert. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Dir muss irgendwann ein Fehler unterlaufen sein. Versuche etwas anderes zu bestellen. Ha? Ich verstehe diese Arena-Herausforderung nicht. What? What? Okay, suchen wir mal kurz den letzten Trainer, der noch fehlt, den wir bekämpfen müssen. Dieser muss doch hier irgendwo sein. Na, na, na. Musik spielt ja einfach überall. Okay, die sind ja wahrscheinlich alle verstreut. Das heißt, irgendwo, wo ich eventuell noch nicht war und noch jemand besiegt habe. Also theoretisch eigentlich hier, aber hier spielt schon Pokémon Center Musik. Kleiner Timmy hier? Nee. Boah, ich habe echt keinen blassen Schimmer. Was? Okay, gut, hier ist eine finstere Treppe. Wait, what? Na nur, es lässt sich zwar nur schwer entziffern, aber ganz hinten steht was geschrieben. Feuersturm. Oh! Ah, ach so. Ah, okay. Okay, ich verstehe jetzt, was gewollt ist. Okay, ich verstehe, was gewollt ist. Okay, Feuersturm. Also das Größte da. Du? Hör dir an, was mein Cravallo redet. Redet, redet. Redet? Okay, das verstehe ich noch nicht so ganz. Eisstand. Hier gab es irgendwo einen kuriosen Eisstand. Oh, wo war denn der? Hier ist ein Eisstand. Hier, vielleicht ist der. Na, bist du heiß auf Eis? Doch alles ganz normal, oder ist das Geo Salisalz Eis gemeint? Vielleicht gibt es einen bestimmten Eisstand, der was Besonderes hat. Reflektor. Boah, ich bin echt total verwirrt. Diese Mission verwirrt mich echt total. Was ist das denn hier eigentlich? Für einen Laden. Nee, das sind Churros. Leckere Churros. Dafür sind wir nicht hier. Okay. Ich lese nochmal, was das kleine Mädchen gesagt hat. Er hier hat ja gesagt, die Stimme des blauen Vogels. Das ist hier. Rädren, Rädren oder so. Hat er gesagt. Rädren, Rädren. Okay. Das Mädchen war hier. Sie meinte...
Kurios Angebot beim Eisstand. Boah, das hilft echt nicht weiter mit dem Eisstand. Gibt es noch einen Trainer? Ja doch, es gab noch einen Trainer. Moment, erstmal hier Eisstand nochmal. Schokominz-Eis, Soda-Eis, Erdbeereis, Mango-Eis, Gyozali-Salzeis, Teriyaki-Eis. Vielleicht ist Teriyaki-Eis damit gemeint? Oder sind noch mehr Eisstände? Ne, das sind Krebs, das ist was anderes. Und das hier, ist das Eis? Ja, das ist auch noch Eis, oh! Ah! Die Reisbällchen waren richtig! Okay, gebratene Reisbällchen sind richtig. Gebratene Reisbällchen. Red und dann irgendwie noch was, keine Ahnung. Flammensturm. Dunkelheit umgeben von Treppen. Genau, sie meinte das hier. Richtig, okay. Ich weiß nicht, ob es noch einen vierten Trainer gibt. Doch, müsste es. Es müsste noch einen vierten Trainer irgendwo geben. Weil ich muss doch die Größe noch wissen. Ich suche mich mal ein bisschen um. Oh, hier bei diesem gelben Postfach kann man hier in die Ecke rein. Hier ist noch so ein kleines Eckenfältchen. Mit einem Item. Und... Oh, Überreste, geil. Gutes Item. Und dem letzten Trainer. Manchmal sind da Münzen. Ich habe beim Putzen diese Münzen gefunden. Dachte mir, dass sie vielleicht die gehören. Jedenfalls gerade sie haben. Oh, danke. Nee, das ist da doch nicht. Hm? Echt jetzt? Ist hier doch nicht ein Trainer? Mal weiter umschauen. Boah. Okay, der eine Hinweis, den ich vergessen hatte, war unsere Stamm... Gäste mögen es so und wahrscheinlich muss ich einfach mit jedem reden und die sagen mir dann, was sie so mögen. Geben mir wahrscheinlich alle einen Tipp. Keine Ahnung. Mampf. Mampf, Mampf. Sind sie Stammgast hier? Das kann man so sagen. Hörst du öfter hier? Deswegen eine Prüfung, ja. Also ich kann dir sagen, ein Spritzer Zitrone verleiht Gerüchen eine wunderbare frische Note. Okay, Zitrone. Zitrone, sagt einer von denen. Sagen die anderen hier noch irgendwas? Ich habe noch nicht was Leckeres hier gegessen. Wow. Gerüchen zufolge soll man diesen Terra-Typen. Was? Man kann den Terra-Typen hier ändern? Für die, die es nicht wissen, jedes Pokémon, wenn man auf Bericht geht, hat unten noch diesen spitzen Terra-Typen. Jedes Pokémon hat einen anderen Typen. Und anscheinend kann man den hier ändern? Das wusste ich nicht. Ich versuch's nochmal. Ich habe eine Idee, was es sein könnte. Also. Ja, komm. Gebratene Reisbällchen. Das ist das Einzige, was ich nicht weiß. Machen wir mal Mittel. Feuersturm. Mit einer Spritze Zitrone. Das ist falsch, oder? Okay, mittlere gebratene Reisbällchen, Feuersturmstufe mit Zitrone. Und ist es doch richtig? Ist Mittel doch richtig? Ich hab geraten. Rumpelpolter. Scheinbar ist es richtig. Was? Was? Hä? Was? Also Glückwunsch, du hast die Arena bestanden. Ich hab geraten. Sag mir Bescheid, wenn du bereit bist. Ja, ich bin ready. Jetzt, los. Ich stehe hier schon. Ich bin ready. Let's go. Okay. Vielleicht gab es doch einen Trainer, der mir das verraten hätte. Ich bin total verwirrt. I don't know. I do not know. Ja. Ich möchte gegen Aoki kämpfen. Warte, was? Er ist Aoki, der Arenaleiter. Hallo. Ich heiße Aoki und wurde der Mesklara Arena als Arenaleiter zugeteilt. Glückwunsch zur bestandenen Arena-Prüfung. Du solltest übrigens auch die anderen Gerüchte probieren. Die sind alle echt gut. Nicht nur die Reisbällchen. Aber lassen wir den Smalltalk, sonst kriege ich von der Chefetage einen auf den Deckel. Probieren wir diesen Kampf hinter uns. Einfach so ein Angestellter ist das. So ein Businessman. Sein Normal-Pokémon. Sehr geehrte Herausforderin, beiliegend ist meine Einladung zum Kampf. Hochachtungsvoll, Arenaleiter Aoki. Oh, jetzt macht er ernst. Wenn er seinen Koffer weglegt. Du Koalelu! Ein fliegender Koala! Den will jetzt zerstören. Ich habe gerade was gegessen. Gehen wir jetzt langsam an, ja? Ah,
mal schauen, wie viel Damage ich mache. 3 Pokémon. Warum nur 3 Pokémon? Warum? Oh, Gena. War klar, oder? Bei dem Koaledu war das klar. Trotzdem. So wenig Damage. Okay. Versuchen wir es mit Takokro. Der ist auch schon Level 35. Sehr hoch gelevelt. Sehr, sehr hoch gelevelt. Hoffentlich geht er nicht wieder down. Hoffentlich stirbt er nicht wieder. Ha. Daneben mit deinem Slam. Aber mein Flammenwurf wird definitiv treffen. Oh, ich darf wieder draußen. Lustig. Außer ich verwende halt eine Runde lang meinen Aufwecker oder so. Und ganz ehrlich, ich tue das. Möchte jetzt nicht mehr auswechseln. Eieiei, der Google hält wirklich gar nichts aus. Das ist wirklich schlimm. Oh, ich kann jetzt nochmal auswechseln tatsächlich. Oder? Oder schießt du so direkt ein? Level up! Ah, okay, schade. Schieß so ein. Dummi-Miesel! Du Dunspars, Dummi-Miesel. Die Weiterentwicklung von Dummi-Miesel. Ja, erstens der Name. Und, ja, für alle, die sich gedacht haben, yay, endlich eine Weiterentwicklung von Dummi-Miesel. Wie sage ich euch das? Ihr tut mir leid. Ihr tut mir wirklich leid. Es ist einfach nur ein größeres Dummi-Miesel. Mit mehr Körperteilen, mehr Flügeln und mehr nicht. Also ihr tut mir wirklich leid, ihr Dummi-Miesel-Fans. So, Aufwecker. Ich hoffe, der hat nicht keinen Gegner mehr. Das Ding. Aufwachen. Wir müssen kämpfen, müssen fighten. Schlagbohrer. So stark. Damage, schon wieder down. Takokro schon wieder down gegangen. Mensch, man. Not good. Not so good. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie ich jetzt reintun. Super vielleicht? Die liegen beide auf dem Boden. Ich setze jetzt mal Amnesie ein. Ich gucke erstmal, wie stark das Ding ist. Okay, das war eine sehr dumme Idee mit Amnesie, glaube ich, weil ich jetzt sowieso down gehe. Wahrscheinlich. Ich habe sowieso nichts Schnelles. Ich hätte einfach, angreifen sollen. Ich weiß nicht, warum ich so süchtig bin, irgendwie Amnesie die ganze Zeit zu spammen. Das war einfach dumm. Das war einfach dumm. Aber jetzt habe ich es auch gelernt. Ah, könnten die das ausrichten? Tentera könnte was ausrichten, tatsächlich. Rein da mit dir. Du könntest nämlich verwirren. Ja, du könntest verwirren. Schlangenblick. Horrorblick, wozu Schlangen. Ah, nee, das ist eine andere Attacke. Ich bin paralysiert. Ah, es sieht aus wie ein Elektro-Pokémon, es ist aber kalt und wird einfach paralysiert. Hyperbohrer. Junge, was zum Teufel geht hier ab? So, jetzt ist es zumindest verwirrt. Wenn wir Glück haben, greift es sich selbst an. Okay, die Folge geht überhaupt nicht in die Richtung, die ich wollte. Ich komme zu gar nichts wirklich. Oh, Bird ist sehr stark jetzt, wo es verwirrt ist. Das ist schön. Aber ich darf nicht angreifen. Schade. Alright. Oh, das ist nicht gut. Das ist wirklich gar nicht gut. Es läuft alles nicht so wie geplant. So gar nicht. Warum ist Dummi-Miesel so stark? Ach. Du Dummi. Du Backer. Ladungsstoß. Ich guck mal, wie viel Damage es macht. Komm, greif dich selbst an. Greif dich selbst an. Yes. Da kriegst du einen großen, flachen Bauch. Wie viel Damage? Wie viel Damage? Wie viel Damage? Könnte mehr sein, aber immerhin habe ich etwas, was ich benutzen kann. Und es ist immer noch verwirrt. Aber es trifft nicht, yes. Besser als wenn es mich jetzt getroffen hätte. So. Immer weiter Ladestoß mit Belly Bolt. Das sollte funktionieren. Wir wollen heute doch nicht in ein Schneegebiet kommen. Machen wir dann in der nächsten Folge. Definitiv. Ich muss nochmal angreifen. Ja, eben, weil es nicht mehr verwirrt ist. Es war schon zu lang verwirrt.
Gott, das kann doch nicht ernst sein. Ladungsstoß. Okay, was ist dein Ass im Ärmel? Was ist dein letztes Pokémon? Dumimius ist wirklich stark, das unterschätze ich nie wieder. Lala. Staraptor, aber das ist doch schon Normalflug. Normalflug und dann Terra-Typ normal. Na gut. Naja, immer noch besser als vom Chef den Marsch geblasen zu bekommen. Du singst so chillig, so entspannt. Ja, Staraptor sollte man nicht unterschätzen. Auf gar keinen Fall. Das Ding, das hat schon was drauf. Aber ich glaube, mit Flammenwurf sind wir da auf jeden Fall an dem richtigen Weg. Nicht übel, sieht fast so aus, als würde ich verlieren. Hey, Aoki, reiß dich zusammen! Wenn er meine hungrigen Gäste schon warten lässt, gibt ihnen wenigstens ein deftiges Spektakel. Oh, da kommen die Fans auf einmal. Yeah, woo! Gebt alles, ihr beiden! Hätte vielleicht doch der Allertrottag einsetzen sollen, das wäre sehr effektiv gewesen. Na schön, dann will ich mal nicht so sein. Geben wir den Gästen, was sie verlangen. Oh, jetzt bereue ich es, glaube ich. Jetzt will ich nämlich sterben. Oder? Oh Gott! Ich hätte eine Elektro-Attacke einsetzen sollen, das ist nämlich sehr effektiv gegen Staraptor. Auch wenn es jetzt... Warte mal. Dann mal los. Freut für eine Attacke, die mitten aus dem öden Arbeitsleben kommt. Oder ist es jetzt nur noch Typ Normal? Ist das vielleicht der Trick? Dass jetzt nur noch Typ Normal ist, hat mit Flugattacken und alles. Das kann sein, das weiß ich jetzt gerade nicht. Ich kenne mich nicht so super aus damit. Nö, nicht wirklich. Ich habe keine Ahnung, warum ich Taco grob wiederbelebt habe. Das war vielleicht nicht so klug, nein. Das Ding ist schneller, oder? Schade. Was zum Teufel? What the hell? Was zum Teufel? Ja, Angriffswert auf jeden Fall mal stark senken, falls du es überlebst. What the hell? What the hell? Ha? Huh? Das ist irgendwie some kind of sick joke. Okay, dann muss unser, ich sag mal, mehr oder weniger Tank wieder am Leben sein. Vielleicht hat er das besser aus. Vor allem kann er noch vergiften. Das muss ich jetzt nachgucken. Wie viel AP hat Fassade? Schöne Tastaturgeräusche. Ich weiß, dankeschön. Das könnt ihr noch nicht ernst meinen. 20 AP! Das ist so stark! Bin ich einfach nur übertrieben underleveled oder ist das Ding einfach stärker als es sein sollte? Also jetzt mal for real. Killt es mich jetzt instant? Habe ich verloren? Oder hält es super aus? Das ist fast full. Muss man nicht sagen, dass es jetzt down geht. Junge, was? Was? Ja, ich habe verloren. Ist vorbei. Kam was vorbei, Leute. Ja, das ist so schnell. Es macht mich fast... Es macht mich immer one-hit. Was soll ich machen? What? What the hell? Die hat schwarz vor Augen. So, jetzt Pokémon Center. Ah, was?
Was soll ich denn machen? Ich glaube, ich bin wirklich zu underleveled. Ich muss wirklich, glaube ich, mehr Trainer oder so besiegen. Oder? Bin ich den Kampf einfach falsch angegangen? Wir schauen uns das beim nächsten Mal an.